Guten Morgen, Lokführer. Heute fahren Sie diesen Schnellzug von hier bis nach Avignon TGV. Geben Sie die Türen frei, sodass die Passagiere einsteigen können. Anschließend haben Sie freie Fahrt. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2016 hier bei Nordrhein-TV Play mit mir, dem Zengis. Und wir öffnen direkt mal die Türen hier in Marseille und wir befinden uns gerade auf der neuen Strecke, ne? Avignon, Marseille. Beziehungsweise jetzt gerade sind wir in Marseille und fahren nach Avignon. Und fahren tun wir natürlich dementsprechend, weil wenn wir schon auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke unterwegs sind, dann fahren wir natürlich auch mit dem TGV, ne? Und ja, gleich geht's direkt los. Wir machen schon mal das Zugsicherheitssystem an. Und ich probiere es nochmal. Was war das jetzt? Irgendwas ist passiert. Ach so, der Fahrtrichtungswender. Ich weiß nämlich leider nicht, wie ich also den Sicherheitsfahrschalter hier aktiviere. Es war, glaube ich, sowas wie Steuerung S, aber das ist nur der Screenshot scheinbar. Ich weiß es nicht, aber gut. So, haben wir jetzt mal Abfahrt hier, langsam. Was ist denn jetzt los? Naja, warten wir noch, bis die Leute ein- und ausgestiegen sind. Boah, was ist denn da los? Freunde, guckt es euch an. Massen, Massen sind hier auf dem Bahnsteig unterwegs. Massen. Boah, das ist mal realistisch. Auch schöne Türen. Ne? TGV Duplex, ne? Also Doppelstock. So. Alle Fahrgäste sind zugestiegen. Abfahrt. Wunderschön auch die Türen, auch dass die so flach zugehen, sag ich mal. Also dass die, ja, realistisch zugehen. So, alles eingestellt soweit und los geht's. Ja, ich muss gestehen, das ist jetzt schon der zweite Aufnahmeversuch, weil den ersten habe ich vergeigt. Ja, davor bin ich auch schon mal gefahren, also deswegen müsste es jetzt eigentlich rein theoretisch klappen. Ja. Und zudem stehe ich unter einem gewissen Leistungsdruck, weil ich muss ja jetzt gerade jemandem beweisen, dass ich jetzt nicht schon wieder, ne, es vermassel, sage ich mal. Weil ich bin gerade live, aber nicht auf Twitch, sondern auf Steam. Ich probiere das gerade mal aus, weil ich meine, wenn Anfragen kommen, dann sage ich auch hin und wieder mal ja, wenn ich es mitbekomme. Eigentlich sage ich meistens nichts, weil ich es einfach nicht mitbekomme. Aber wenn ich es mitbekomme, sage ich in der Regel ja. Und jetzt gerade probiere ich auch mal mit Mikrofon, also dass man mich auch hört, weil normalerweise hört man nur den Sound, ne? Aber jetzt hört man mich aber auch so. Und diese Person, ne, Global Games TV, ja, die hat auch eben gerade schon zugeguckt, als ich den misslungenen Aufnahmeversuch gemacht hatte. Und ja, das ist. Aber wie gesagt, ich kann nichts versprechen. Also das sind jetzt keine festen Livestreams. Also jetzt nicht, dass alle meine Steam-Freunde permanent anfragen, weil, ja. Also es kann sein, dass ich auch einfach nicht reagiere. Und dann bitte nicht böse sein. So, aber wir müssen uns natürlich als Lokführer auf die Strecke konzentrieren. Oder zum Beispiel auf solche komischen Signale hier. Die liedernden. Das ist für die Nebenstrecke, also für Nebengleise, ne? Halt. Recht unspektakulär, aber die Farbe ist natürlich sehr schön. Aber sowas kennt man natürlich nicht, wenn man sich nicht mit den französischen Signalen befasst. So, ansonsten rot ist rot natürlich, rot ist halt natürlich. Also dass rot rot ist, das weiß glaube ich sogar jeder. Und auch dass rot halt ist und grün ist natürlich Fahrt und so. Also es ist eigentlich ziemlich identisch, bis auf manche Sachen. Also manche, zum Beispiel gibt es irgendwie, wenn zwei gelbe Signale an sind, dann heißt das 30 km/h erwartet. Und wenn zwei blinken, dann heißt das 60 km/h erwartet. So, und jetzt dürfen wir 60 km/h fahren. So. Ja, früher Morgen, ne? Wunderschön. 5:18 Uhr. Das ist eine wunderschöne Zeit.
Leider ist die Sonne noch nicht. Wenn die Sonne jetzt so langsam aufgehen würde, wäre wunderschön. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht, wenn wir dann in Avignon ankommen, vielleicht geht ja dann gerade die Sonne auf. Und der Tag oder der Morgen zeigt sich von seiner schönsten Seite. Das wäre doch wunderbar. Ich überlege gerade, wir haben ja auch so wunderschöne. Was ist das? Ach, das ist das Desklight, aber ich finde das so gerade schön. Da ist einfach nur so ein kleines Funzel. Generell den Zug finde ich wunderschön. Das muss man echt sagen. Auch hier so, ich sag mal, Kleinigkeiten. Dass zum Beispiel Dreck auf der Scheibe ist, was man hier auch ziemlich gut sieht. Und ja, einfach wie der aussieht. Und ja, hier Scheibenwischer hat man verschiedene Intervalle und es ist irgendwie alles recht schön und es wirkt halt hochwertig, finde ich. So. Ja, hier haben wir. Warte mal, hier müsste die. Genau, hier ist die Bremse. Und da ist der Kombihebel. Generell finde ich die französischen Führerstände, oder was heißt französisch? Solche Führerstände werden wahrscheinlich auch. Ich glaube, in der Schweiz gibt es auch solche ähnlichen oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal, die französischen oder diesen Führerstand finde ich sehr interessant, weil der ist einfach so total anders ein Stück weit. Weil man hat hier halt. Oh, schöne Bögen hier. Brückenbögen. Sehr schön. Nee, weil man hat hier halt in der Mitte dieses komische. Ja, diesen Kasten. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Und rechts und links dann die Hebel so irgendwie, ich weiß nicht. Ich fände es total komisch, weil irgendwie in der Mitte hat man. Man hat gar nicht so dieses Gefühl, dass es sich hierbei um einen Fahrtisch handelt. Naja. So, jetzt habe ich nicht aufs Signal geguckt, aber ich glaube, das müsste einfach grün gewesen sein. So, und in der nächsten Haltestelle, wenn wir zum Halt kommen, gucken wir auch mal uns den Zug von außen an. Aber was wir jetzt auch schon machen können, oder ja, ich glaube, ich weiß, wo wir das machen gleich. Nee, komm, machen wir es jetzt. Wir können auch mal in die Passagieransicht gehen. Ja. Schön. Ich finde es echt schön. Ich weiß nicht, TGV Duplex. Bin ich noch nie gefahren, nur den normalen, also nicht den Duplex, nicht Doppelstock. Aber da hatten die neue Sitze drin. Also ich glaube, die waren, also entweder. Ist das erste Klasse? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, doch, müsste erste Klasse sein, genau. Aber da hatten die halt so andere Sitze, so, die waren so ein bisschen wie so Hartschalensitze. Also eigentlich irgendwie nicht so schön gepolstert, aber trotzdem bequem. Und sehr bunt. Deswegen weiß ich nicht, diese Garnitur kenne ich nicht. Aber ist ja auch egal. So. Aber trotzdem. Sehr schön. Auch hier Sitznummerierung erkennt man. Schön beleuchtet. Und schön ruhig, wie in echt. In echt ist der TGV nämlich auch was sehr Ruhiges. Generell wird ja bei Hochgeschwindigkeitszügen nochmal sehr auf Komfort geachtet. Das kriegt man auch mit. Ah, TVM ist aktiviert. Das ist wie die LZB quasi. Quasi sage ich deshalb, weil ich kenne mich nicht genau aus mit dem System, deswegen, ja, sage ich mal quasi. Ich weiß nämlich nicht, wie sehr es wirklich eine Beeinflussung ist oder ob es nur ein Signalsystem ist, weil bei hohen Geschwindigkeiten kann man ja nicht so wirklich die Signale erkennen. Bei 300 ist es ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Und deswegen hat man ja dann sich entschlossen, alles im Führerraum anzuzeigen. Allein jetzt schon bei 180, ne, wenn jetzt da ein Signal vorbeikäme und dann ist da vielleicht noch irgendwie, also sagen wir Geschwindigkeitsankündigung, dann steht da eine 12. Ah, 300 blinkt. Und dann musste man ja immer hier total schnell gucken und ja, ist praktischer, wenn man es direkt im Führerraum angezeigt bekommt. So, wir gehen mal Vollgas. Sehr schön, was man jetzt auch gerade sehr gut sieht, wie der Fahrdraht im Zickzack angeordnet ist. Sehr
sehr realistisch auch, weil gerade bei Hochgeschwindigkeitsstrecken muss der Pantograph ziemlich viel mitmachen. So, 270 sind angekündigt. Wir gehen direkt voll in die Eisen. Und der Zug wackelt, was das Zeugs hält. Das ist in der Realität nicht so, weil der TGV ist ein Zug oder die Strecke, auf der der TGV fährt, ist eine Strecke, wo es eigentlich kaum rappelt. Also man nimmt die Geschwindigkeit quasi nicht wahr. Und das ist ja auch gut so. Ich hatte das einmal im ICE in der Nähe von Frankfurt. Da wurde man einmal kurz ordentlich durchgeschüttelt. Einmal kurz so. Aber sonst ist das ja auch selbst in Deutschland total entspannt und ruhig. So, 170 sind angekündigt im nächsten Block. Und wir bremsen mal. Und die dynamische Bremse ist echt, boah. Also es passiert nicht viel. Aber ich meine, wir fahren auch gerade ziemlich schnell, ne? Aber die dynamische Bremse, die reagiert eigentlich auch nur bei hohen Geschwindigkeiten, glaube ich, ne? Oder macht die wirklich Sinn? Jetzt müssen wir halt die Zugbremse noch hinzufügen, aber trotzdem ist das sehr langsam von der von der Abbremsung her. Wenn jetzt gerade nimmt er sogar mehr Fahrt auf, weil es bergauf geht. Meine Güte, jetzt müssen wir bremsen, weil da hinten ist auch schon unser erster Halt. Apply, und wir dürfen jetzt nicht weiter runtergehen, weil sonst sind wir direkt in der Notbremse. Das finde ich ein bisschen blöd, weil es gibt irgendwie nur zwei Einstellungen, nämlich Bremsen und ja. Und Notbremse. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil Notbremse gibt dann wieder wahnsinnigen Punktabzug. Ja, wobei doch, es gibt dieses Apply Hold. Also da müsste man jetzt gucken. Wir sind ein bisschen arg langsam, aber besser zu langsam als zu schnell. Weil sonst passiert das, was mir ja bei der letzten Fahrt auf dieser Strecke passiert ist. Und zwar bin ich einfach durchgerauscht. So. Ich meine, wir wollen ja auch nicht, dass da hinten bei unseren Fahrgästen der Kaffee über das schöne Jackett, ne, fließt und die komplett bekleckert. So. Jetzt aktivieren wir ein bisschen die Bremse noch. Sehen wir irgendwie, wie viel Druck da drauf ist? Ja, sehen wir. So. 2 Bar, das ist gut, das ist sehr gut. Hier im sehr futuristischen Bahnhof von Aix-en-Provence. Provence. So, ja, ich weiß nicht, bis wo wir durchfahren müssten, aber wir stehen jetzt. Okay, jetzt ist auch nichts mehr zu ändern. Und ich würde sagen, wir verlassen den Zug kurz. Gehen wir hier aus der Tür. Und ja, jetzt ist hier die nächste Tür. Perfekt. Und draußen sind wir. Genau, gucken wir uns erstmal den ganzen Zug von vorne an. So sieht er aus. Wunderschön. Ich finde, der TGV hat irgendwie sowas Schlichtes, aber irgendwie Schönes. Irgendwie hat er was. Ja, und jetzt hier wieder Menschenmassen. Das finde ich echt genial, weil normalerweise sind ja immer nur so ein paar Leute da auf dem Bahnsteig unterwegs und hier ist mal richtig was los. Das finde ich echt schon sehr schön. So, jetzt gucken wir uns noch an, wie die Tür zugeht, weil das fand ich irgendwie sehr schön. Ach, der TGV 0 6 on 0 6 sind wir. Schön. So, Türen könnt ihr mal zugehen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Genau, den Bahnhof müsste man sich eigentlich auch mal angucken. Ja, komm, einmal kurz gucken, wie die Türen zugehen. Wenn sie denn mal zugehen hier. Das mache ich immer total gerne, wenn. Rums, Türen zu. Wir gucken uns noch mal ganz kurz das Gebäude von außen an. Eine sehr schöne Wellenform und rein in den Führerstand und weiter geht's. So. Na, Bremsen sind noch aktiviert, wie man auch an dem roten Lämpchen hier sieht. Jetzt sind sie gelöst komplett und wir können losfahren. Sehr schön finde ich auch das Horn. Weil man da hoch und tief hat. Klingt ein bisschen wie die deutsche Feuerwehr oder Polizei oder generell das deutsche Martinshorn.
Frankreich haben die ja teilweise total andere Martinshörner, sag ich mal. Vielleicht heißt es bei denen generell auch anders. Das Horn des heiligen St. Martins. Ich weiß gar nicht mehr, woher das genau kommt mit dem Martinshorn, aber es gab so den. Kommt das wirklich vom St. Martin? Irgendwas war da mit Martin. Egal, wie auch immer. Ja, aber die. Irgendwann hatte ich das. Da saß ich eben beim Freund mit dem Auto in Frankreich. Und irgendwann hörte man dann quasi ganz entfernt so ein Düdüdüd. 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 Und dann denkt man sich, was ist das? Was ist das für eine Hupe? Klingt ja interessant, ne? Aber es war ein Krankenwagen und der wollte durch. Bei einem Düdüdüd denke ich an alles, nur nicht an einen Krankenwagen. Aber gut. So, und jetzt geht das Gerappel hier wieder los, obwohl es geht gerade. Ein bisschen Bewegung ist ja immer da. Ich habe mal ein Video vom Shinkansen gesehen. Da hat jemand eine Münze so auf die Kante gestellt und die ist nicht umgekippt. Vielleicht war sie auch festgeklebt. Nee, die hat sich bewegt sogar manchmal. Aber die ist nicht umgekippt. Also es muss so ruhig da sein auf der Strecke. Aber hier, ne, müsste eigentlich auch ziemliche Ruhe herrschen. Aber irgendwie wackelt der so ein bisschen hin und her. Also, ja. Ich weiß nicht, vielleicht wackelt auch nur unser Lokführer hier mit dem Kopf immer so. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, weil der TGW eigentlich bekannt ist dafür, dass er sehr ruhig läuft. Aber gut. So, jetzt haben wir die 300 gleich erreicht. Ja. Wunderschön. 300 fahren wir jetzt. Ist schon eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Dass das möglich ist, finde ich immer wieder faszinierend. Wir können mal ganz kurz... Haben wir hier eine schöne Ansicht? Nee, haben wir noch nicht. Dann warten wir noch ein bisschen. So, jetzt aber... Nee, so. Nein, auch nicht. So, jetzt geht's hier wieder bergauf. Und das Lustige ist ja hier, was man so als Wellen sieht. Das würde man eigentlich wahrscheinlich als Steigung gar nicht wahrnehmen. Aber dadurch, dass wir so schnell sind... Ah, Mist. So. Boah. Das ist echt schon schnell. Das ist echt schnell. Ja, aber es ist ja so ein bisschen dieser Achterbahneffekt, sag ich mal. Weil durch die hohe Geschwindigkeit... sieht einfach jede kleine Steigung aus wie bombastisch. Oder der Steigungswechsel, der macht ja das Ganze zur Achterbahnfahrt. Deswegen sehr faszinierend, wenn man mal die Möglichkeit hat, direkt hinterm Lokführer zu sitzen, wie im ICE, weil da kann man ja manchmal, wenn die Lokführer es wollen, durch die Scheibe gucken. Und das ist schon recht interessant. Ja, die Landschaft finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen sieht man da mal, was für ein Aufwand betrieben wurde hier. Ist ja wirklich hier quasi das Ganze der Strecke und den Bedürfnissen eines Hochgeschwindigkeitszuges anpassen. Und das ist schon echt Respekt. Aber der Shinkansen, der fasziniert mich auch. Da müsste es eigentlich auch mal eine Strecke geben. Und dann ruhig von der gleichen Qualität. Also ich finde die Qualität, also ich bin ja schon ein bisschen gefahren hier, auch bei Tag. Ich muss die Strecke auf jeden Fall nochmal aufnehmen bei Tag, weil es ist wirklich, es lohnt sich. Allein von der Stimmung her, aber gut, jetzt gerade finde ich das auch schön hier. Mit 300 km/h, es ist wahnsinnig. Aber Shinkansen würde mich mal interessieren. Echt. Aber die Qualität von der Strecke finde ich sehr schön und das Rollmaterial eben auch. Ich finde, es wirkt einfach authentisch, es wirkt schön, es wirkt stimmig. Und die Landschaft ist halt... Das passt halt wunderbar. In die Gegend. Schön. So. Boah, wenn ich mir bedenke, dass die mit einem von diesen TGWs mal irgendwie 500 noch was gefahren sind. Boah. Was war es? 538? Kann das sein? Auf jeden Fall verdammt schnell. Also, da hätte ich als Lokführer auch schon ein bisschen Muffensausen, glaube ich. Also, ist ja so rasant. Können wir ein bisschen, da hinten ist auch 320, wir entfernen uns mal ein wenig vom Zug. Da sehen wir auch,
Man sieht jetzt leider nicht ganz so viel, aber man sieht schon mal, dass es hier alles eigentlich ziemlich schön ausgearbeitet ist. Ja, wie gesagt, ich muss noch mal unbedingt bei Tag fahren. Boah, sieht schon toll aus. So, aber jetzt mal wieder rein ins Cab und Vollgas. 320 dürfen wir maximal fahren. Es ist wahnsinnig. Es ist echt wahnsinnig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Können wir ganz kurz hier nochmal das Desk-Light anmachen, beziehungsweise wir können auch mal. Moment, da war es irgendwo. Boah. Müssen mal lieber gucken, dass wir die 320 halten können. Jetzt gerade wackelt es wieder so ein bisschen. Also, ja, Aber das war sowas eben, was viele Leute gestört hat und mich stört es gerade auch so ein bisschen, weil der TGV ist einfach ruhig. Der wackelt nicht irgendwie groß auf dem Gleis. Das kann er sich gar nicht erlauben bei 320 km/h. Aber deswegen ist es so ein bisschen schade, aber naja. Vielleicht kriegt man das noch behoben. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Gott. Oh Gott. Wackelt der dann eigentlich draußen auch so? Ne, draußen geht's eigentlich. Das ist, glaube ich, wirklich nur im Führerstand. Wir müssen echt mal bremsen. Ja, aber was noch kritisiert wurde, teilweise, das fand ich ein bisschen lustig eigentlich. Und zwar, ja, ist so wenig los hier auf der Strecke, ne? Ja, das liegt daran. Das ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke und da fährt ja zum Beispiel nicht permanent noch ein Güterzug oder ein Regionalzug drüber. Ne? Die ist ja wirklich für den TGW gebaut. Ne? Ich meine, das wollen sie sich auch nicht kaputt machen, indem sie da immer mal wieder irgendwie so einen Güterzug mit, weiß nicht, wie viel 1000 Tonnen darüber heizen lassen. Ne? Und deswegen ist hier einfach wenig los. Und dass hier nicht die ganze Zeit ein TGW entgegenkommt, das ist auch realistisch, weil die fahren nun mal nicht alle 5 Minuten. Ne? Das ist auch in Deutschland so, wenn man da zum Beispiel Frankfurt, da drumherum die Schnellfahrtstrecke, wenn man da mal drin sitzt oder so, da kommt ja auch kaum ein Gegenzug. Ne? Ich habe mal eine Führerstandsmitfahrt gesehen, da war auch nichts los. Ne? Von daher ist das absolut realistisch. Und gerade morgens um 5:36 Uhr inzwischen schon. Naja, also das ist ein Kritikpunkt, den verstehe ich nicht so ganz. Aber dieses Wackeln verstehe ich schon ein bisschen. Und auch mit der dynamischen Bremse, dass sie so, ja, so, naja, etwas träge reagiert. Und die Zugbremse ist halt so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, weil sie irgendwie so schnell in der Notbremseinstellung ist, dass man da echt aufpassen muss. Aber gut. Vielleicht sind das auch Sachen, wo man sich jetzt, naja. Aber auf jeden Fall kann man schon mal sagen, ich würde sagen, so, nicht nur im Großen und Ganzen, sondern schon im Ganzen bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, das sind so Sachen, die könnte man, vor allen Dingen mit der Bremse, vielleicht könnte man das mal nochmal ein bisschen überarbeiten oder so. Und vielleicht gibt es dann auch wieder ein kostenloses Update oder beziehungsweise ein Add-on. Haut da wieder jemand was raus oder auch kostenpflichtig, wie auch immer. Aber mit dem Wackeln weiß ich nicht, ob man das rauskriegt oder ob das einfach ein Train Simulator-Problem ist. Kann auch sein, kann ich mir fast vorstellen. Dass das nicht am Rollmaterial liegt, auch nicht an der Strecke, sondern einfach an der Engine vielleicht. Vielleicht macht die diese. Wobei doch, die müsste das doch eigentlich mitmachen. Es gibt auch diesen Jet Train, also diesen Zug nur mit der Turbine oben drauf. Und der verhält sich doch eigentlich auch relativ ruhig, ne? Naja. So, wir gucken noch mal kurz. Haben wir hier noch? Nee. Keine schöne Ansicht. Wir sind schon wieder zu schnell. Wahnsinn, wenn man hier so durchheizt. Es ist so schnell. Aber ich meine, Zug, also generell mit dem Zug fahren, finde ich eine klasse Sache. Jetzt auch bald dann wieder nach Berlin. Jetzt
sind keine 5 Stunden, zack, ist man in Berlin, ne? Das ist Wahnsinn. Und das ist nicht mal ein Hochgeschwindigkeitszug. Das ist schon faszinierend. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Denn irgendwelche großen Hallen. Hier sieht man immer diese Auffahrten, wahrscheinlich dann für eventuelle Rettungskräfte. Da links zu uns die Autobahn. Mal gucken, wer jetzt mit uns mithalten könnte, ne? Naja, ich kenne auch einen Motorradfahrer, der meint auch hin und wieder 300 fahren zu müssen. Gut. Weiß ich nicht. Muss jetzt nicht sein. Aber wir können ja hier ganz entspannt und ziemlich sicher 320 fahren. Ich habe mal von einem TGV gehört, der entgleist ist. Und es ist aber nichts passiert, weil der TGV hat ja. Das können wir jetzt gerade mal ganz kurz zeigen hier. Der hat ja Jakobsdrehgestell. Also das heißt, dass. Da sieht man es genau. Das hier. Naja, das heißt, dass sich zwei Wagenkästen ein Drehgestell teilen. Und das ist wohl das Beste, was man machen kann. Also unser ICE hier in Deutschland, ne, der hat ja das ganz normale quasi Wagenprinzip, dass, ne, ein Wagen, zwei Drehgestelle. Dann gekuppelt an anderen Wagen, ne? Aber die sind durch das Drehgestell quasi miteinander verkuppelt. Und das scheint wohl wirklich gut zu klappen und auch sicher zu sein, weil der TGV, der da entgleist ist, der ist zwar aus der Schiene gesprungen, aber dadurch, dass der relativ fest verkuppelt war, hat sich das nicht gelöst und der konnte auch nicht so weit abhauen. Also nicht so, dass sich ein Drehgestell dann zum Beispiel selbstständig macht und einfach abhaut, während das andere noch da oben drauf ist, auf dem Bahndamm zum Beispiel, sondern der ist echt da ziemlich auf der, also neben der Schiene auf dem Gleisbett geblieben. So. Und dadurch ist halt kein großer Unfall passiert. Gab, glaube ich, schon ein paar Verletzte, glaube ich, wegen der starken Abbremsung dann, ne? Was echt Hammer sein muss. Aber der war auch, ich weiß nicht, wie schnell der unterwegs war, aber schon relativ schnell. Also war echt wahnsinnig, dass da nichts passiert ist. So, jetzt hat es gepiept. 320 blinkt. Aber wenn sonst nichts passiert. Boah, jetzt hier über eine Brücke heizen, meine Güte. So, da hinten sind jetzt 300, beziehungsweise 270 sind jetzt angekündigt. Dann gehen wir auch direkt in die Eisen. Weil besser früh als zu spät. Komm schon, brems, 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 brems. Jetzt müssen wir echt bremsen. Komm schon, brems. Ach, wieder 300. Ja, okay. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil vor uns ein Zug ist und wir dem Zug gerade verdammt nahe kommen. Das könnte sein. Muss aber jetzt nicht. Ist nach rechts eigentlich? Ist irgendwie ein Kanal oder so, ne? Wie auch immer. So, wieder 270, aber wir fahren ja nur 253. Oh, da war gerade was Lustiges. Das Gleisbett wurde ein bisschen spät, beziehungsweise, ach, wie heißt's? Das hat nochmal. Der Bahndamm, genau, der Bahndamm wurde relativ spät geladen, deswegen sah es gerade so aus, als wäre die Schienen einfach in der Luft gebaut worden. Aber das ist natürlich nicht so, das wäre denen hoffentlich aufgefallen. 230, ah, das ist natürlich was anderes. Da müssen wir direkt reagieren und die Bremse ein bisschen mitspielen lassen. So, da hinten sind jetzt wieder 170 angekündigt. Und wir bremsen direkt mal runter. Und da hinten ist schon
unsere Endstation. Und wir sollten echt bremsen. Nein, nicht Emergency. Na, eben das meinte ich. Eben das meinte ich. Ganz genau das. Ein Tacken zu viel und schon ist man fett in der Notbremse. Man kriegt's halt auch nicht so schnell gelöst, ne? Naja, immerhin laufen wir so nicht in die Gefahr, durch Avignon durchzufahren. Das ist schon mal ein Vorteil. Trotzdem stehen wir jetzt viel zu früh und wir können jetzt auch nichts mehr machen, weil... Ja. Weil Notbremse ist halt drin und Notbremse geht auch nicht mehr raus. Interessant ist übrigens, dass wir hier neben der Notbremse auch einen Notschalter für den Pantographen haben, dass wir den einfach runterfahren können bei Bedarf. Wenn wir zum Beispiel sehen, die Oberleitung ist beschädigt. So, können wir weiterfahren? Kann es weitergehen? Naja, Bremsen sind noch. So. Ja, die armen Fahrgäste. Und das nur, weil ich einmal kurz zu viel auf Ö gedrückt habe. Das finde ich ein bisschen schade. Also das ist... Ich weiß nicht, wie sie es sonst machen sollen. Irgendwie vielleicht nochmal... Das ist halt das Problem. Eigentlich müsste man hier wirklich so ein Fahrpult haben. Und ich meine jetzt nicht nur hier diesen... wie heißt das Fahrpult nochmal? Es gibt so ein kleines Fahrpult, was man sich auf den Schreibtisch stellen kann. Aber ich meine wirklich... einen komplett nachgebildeten Führerstand. Das bräuchte man. Aber das für jeden Zug, allein für einen Zug, ist das schon so teuer. Nee. Muss, glaube ich, nicht. So, ja. Das ist unser letzter Stopp. Ich mache jetzt keine Ansage auf Französisch. Das muss nicht. Madame et Monsieur. Au revoir et bonne journée. Das könnte ich vielleicht sogar noch sagen, also das kann ich sogar noch sagen, aber jetzt eine komplette Ansage. Hallo? Hallo? Ja, dann mache ich halt die Notbremse rein. Ist jetzt auch egal. Der bremst einfach nicht. So, wir stehen. Geben die Türen frei. Und ich würde sagen, wir rüsten direkt auch mal den Zug ab. Moment, wie ging das denn nochmal? Ne, das ist die Framerate. Irgendwo gab es da eine Taste zu. Ne, X ist nicht. Aktiviert? Was ist aktiviert? Können wir den, betätigen wir mal den Schalter. Das ist vielleicht ganz interessant. Ah, großartige Fahrt, Lokführer. Naja, nicht so ganz, ne? Die Fahrgäste sind alle ausgestiegen. Nun, da wir Avignon TGV erreicht haben, werfen wir mal einen Blick auf ihre Leistungen. Ich wollte gerade sagen. Das tun wir noch ganz kurz. Und da sehen wir, sie haben 0 Punkte erzielt. Wieso? Nur wegen der Notbremse? Pünktlichkeit minus 1706 Punkte. Da haben wir den, ja, das Problem. Das Problem vom Train Simulator. Wie viel denn? Ist auch egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis dann, euer Zengis. Tschüss.